Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Hier ist der Markus Baulig und neben mir sitzt der David Pelker, unser Kunde. Und er ist heute hier, weil er einen goldenen Handschlag bekommt für einen sechsstelligen Monatsumsatz, den er gemacht hat. Schön, dass du da bist, David. Ja, Markus. Freut mich, dass ich hier sein darf. Wir kennen uns ja schon seit 2018. Da werden wir auch gleich ein bisschen drauf eingehen. Stell dich kurz vor, wer bist du und was machst du? Mein Name ist David Pelker. Ich bin 32 Jahre alt, komme aus Menden im Sauerland und betreibe eine Agentur. Wir bieten Mitarbeitergewinnung für Steuerkanzleien an. Das heißt, wir lösen deren Personalprobleme. Sehr geil. Wie bist du denn dazu gekommen? Wann machst du das? Es hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Also seit ungefähr 5 Jahren mache ich etwas online. Das heißt, ich arbeite als Agentur, bin als Agentur tätig und habe damals ganz klassisch angefangen mit einer normalen Werbeagentur. Das heißt, ich habe querbeet alles angeboten. Mhm. Und damals, vor ungefähr 3,5 Jahren, kam der erste Kunde auf mich zu und hatte gefragt, ob ich ihm helfen kann, Mitarbeiter für seinen Betrieb zu gewinnen. Habe ich gesagt, klar, ich probiere es mal aus. Hat sehr gut funktioniert, fand ich dann auch dementsprechend sehr gut. Also sehr geil, hat mir Spaß gemacht, ihm dann auch dementsprechend zu helfen. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, ich biete jetzt nur noch Mitarbeitergewinnung an. Fokussierst du dich quasi darauf? Genau. Wie bist du denn zum Online-Marketing überhaupt gekommen? Ich wollte schon immer irgendwas Eigenes haben. Das heißt, klar, der Traum, man arbeitet ganz normal irgendwo als Angestellter und man sieht die ganzen, die irgendwo eine Agentur betreiben und Online-Marketing machen, dass sie erfolgreich sind. Und das Ganze wollte ich auch haben. Das heißt, es hat mir Spaß gemacht, sich da irgendwie reinzufuchsen. Mhm. Es hat mir auch irgendwo Spaß gemacht, Fuß da reinzufassen und bin ich da irgendwie einfach reingerutscht. Einfach so. Einfach so. Wie lief denn deine Selbstständigkeit zu Beginn? Schleppend, also war wirklich anstrengend. Anfangs, klar, da hat man alles angenommen, was so geht. Man hat probiert, irgendwie Kunden zu gewinnen. Mhm. Und egal, was deren Angebot gewesen ist oder was die benötigen. Viele kennen das ja sicherlich, die jetzt hier zuschauen. Ihr habt irgendwie ein Angebot, ihr habt eine Dienstleistung als Agentur und ihr müsst irgendwie jeden Kunden annehmen, der so reinkommt. Ne? Ganz genau. Das wird man natürlich auch im Bauchladen, dann hilft man einmal, keine Ahnung, in der Steuerkanzlei. Einmal hilft man im Fitnessstudio, einmal hilft man wieder einem Dachdecker bei irgendwas. Dann muss ich ständig reinüberlegen, reinfuchsen. Arbeitet mit den Kunden, hat dann vielleicht auch zu niedrige Preise, arbeitet sich dann da zu Tode und kommt irgendwie nicht so das Ganze rum, wie man das möchte wahrscheinlich. Ja, ja, das stimmt. Also so ist es auch gewesen, exakt so. Ich kenne die Zielgruppe sehr, sehr gut mittlerweile. Ja, wie haben wir uns denn kennengelernt überhaupt? Also wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Der erste Berührungspunkt ist 2018 gewesen. Da sind wir, also ein Kollege und ich, wir sind auf einem Event gewesen. Der Arthur, ne? Mhm, genau. Ja. Sind auf einem Event gewesen und wir wollten uns einfach mal, da sind ja mehrere Speaker gewesen. Da gibt es sogar ein Video von dem Event. Das können wir auch einblenden, ein bisschen die Szenen. Das war das Marketingfest damals, ne? Von Manuel Ganz genau. Gonzales. Ganz genau. Und wir wollten uns einfach mal angucken, was ist so möglich? Also wem gibt es da draußen so? Und durch Zufall haben wir euch dann getroffen. Also war im Vorfeld nicht klar, wer ihr seid. Haben im Vorfeld auch nie irgendwie was von euch gesehen oder gehört. Und da ist der erste Berührungspunkt gewesen. Und damals auch noch ganz gut. Dann, ich war halt mit meiner Agentur noch nicht spitz irgendwo aufgestellt. Und gerade auch noch unten im Flur mit Thomas unterhalten, ist ja dabei gekommen. Da hatte Thomas mich als erstes auch abgelehnt mit meinem Angebot, was ich hatte. Warum? es war zu ungenau, zu unpräzise. Also es würde sich wahrscheinlich so nicht verkaufen lassen. Mhm. Also hat er das quasi zu dir auf dem Event gesagt, dass das keinen Sinn macht? Genau. Und das hat einen doch schon irgendwo so ein bisschen gekränkt, weil man dachte sich, okay, man kriegt irgendwo Hilfe, aber wenn einer dir dann direkt sagt, nee, das, was du machst, ist halt nicht gut, dann fühlt man sich erstmal so ein bisschen angegriffen. Aber ja gut, Event war irgendwann vorbei, ihr gingt mir nicht aus dem Kopf. Und Arthur ist ja auch Kunde bei uns geworden, genau. Arthur Bill. Kennen wir ja auch aus anderen Vlogs hier und YouTube-Videos. Mhm, genau. Am Tag des Events dann hat Arthur halt gekauft bei euch. Ich durfte nicht und sind dann auch abends noch in der Shisha-Bar gewesen. Mhm. Dann hatte ich auch dementsprechend gesehen, was alles so möglich ist, wenn man erfolgreich ist in dem Bereich. Und ja, nach Hause gefahren und dann habe ich angefangen, euch zu verfolgen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es YouTube dann schon von euch gab. Ja, 2018 ich glaub, ja. haben wir angefangen mit YouTube. Auf jeden auch. Fall dann überall verfolgt, YouTube. Instagram, dann kam auch irgendwann mal der Podcast. Oder kam der Podcast, nachdem ich Kunde war? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall überall dann verfolgt. Schon parallel. Überall verfolgt, auch dementsprechend gesehen, wie die Ergebnisse bei den anderen Teilnehmern so gewesen sind. Und dann habe ich gesagt, nee,
du musst da irgendwas machen, du musst auch zu den Jungs. Dann bist du Kunde geworden, wann war das? Boah, wann ist das gewesen? Ich glaube 2019, ungefähr Mitte oder Ende 2019 um den Dreh bin ich Kunde geworden und bin aktuell immer noch Kunde. Also seit 2019 langjähriger Kunde bei uns. Genau. Wie war denn deine Reise als Kunde hier bei uns? Die war, ja, gut. Sonst würde ich nicht heute hier sitzen. Die war wirklich von schmalen Umsätzen, die ich gefahren habe, hat die mich jetzt auf sechsstellige Umsätze gebracht. Mhm. Mit Systematik drin. Das heißt, ich weiß, was ich tun soll, dass ich auch dementsprechend Umsätze erzielen kann. Aber wie waren denn die einzelnen Schritte? Also womit hat es denn gestartet? Wenn wir jetzt mal schauen, 2019 bist du reingekommen. Was war da so deine Schwierigkeit, deine Probleme? Genau. Wie hast du die bewältigt? 2019 bin ich reingekommen, dann ja, im ersten Zug im kleinsten Paket bei euch gestartet, dass ich überhaupt mal mein Angebot spitzer und ja, spitzer definiere. Das heißt, dass mein Angebot so ausgelegt ist, dass ich es auch dementsprechend skalieren kann. Damals war ich, wie gesagt, nur ein bisschen breiter aufgestellt und ihr hattet mir von vornherein gesagt, was ich tun soll, dass ich halt ein Angebot habe, was sich gut verkaufen lässt, womit ich der Zielgruppe dann auch dementsprechend helfe. Das hatte ich dann ausgearbeitet und so bin ich dann auch irgendwann mal auf die Steuerbranche gekommen, quasi vom Alten weg, wo ich auch noch Handwerker und dergleichen betreut habe. Und ja, dann habt ihr mich Step by Step reingeführt, dass ich halt geschafft habe, meine eigenen Prozesse zu etablieren, dass die funktionieren, dass ich dem Kunden bessere Kundenergebnisse liefere, das auch immer viel wert ist und dass ich mein eigenes Team auch besser und größer aufstelle, dass halt letzten Endes jeder weiß, was zu tun ist. Kundenergebnisse, wie kriegst du das denn hin, dass deine Kunden solche Ergebnisse haben, kontinuierlich? Über Facebook und Instagram-Werbung. Das heißt, wir schalten für unsere Kunden hauptsächlich Facebook und Instagram-Werbung. Wir gucken halt immer, um was für Stellen es da konkret geht und nehmen dann dementsprechend entweder TikTok mit dazu oder auch LinkedIn und Xing. Ist aber halt mehr oder weniger zweitrangig. Als Steuerkanzlei funktioniert TikTok-Werbung da gut? Für den Auszubildenden. Wenn man Auszubildende sucht, funktioniert TikTok sehr gut. Halt, Facebook funktioniert nach wie vor sehr gut und Instagram. Und LinkedIn ist dann halt mehr, wenn wir Steuerberater suchen. Mit gezielter Expertise oder was? Mit gezielter. Also je nachdem, was die Kanzlei sucht, benutzt du unterschiedliche Strategien. Ganz genau. Also klar, das Rad muss man nicht neu erfinden mit Facebook-Werbeanzeigen. Wie sie grundsätzlich funktionieren, weiß man. Aber das Wichtige hier daran ist... Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, der hier zuschaut, aber... Jeder, der sich schon länger mit Online-Marketing beschäftigt, der kennt sich grundsätzlich. Ja, okay, die wissen das, aber so von dem Kundenstamm her, sage ich mal, die wissen, dass irgendwas auf Facebook ausgestrahlt wird. Irgendwas geht. So, genau, und wir spielen die Werbung für unseren Kunden so aus, dass gute Steuerfachkräfte die Werbung sehen, unsere Kunden als guten, lukrativen Arbeitgeber sehen, die Vorzüge erkennen, warum sich eine Anstellung wirklich bei denen in der Kanzlei lohnt, und dann dementsprechend dabei verhelfen, dass die sich bei dem bewerben. So, und dadurch, dass wir halt die Kampagnen überwachen für unsere Kunden, gucken wir halt, okay, was ist für den Markt in der Region halt relevant, was wollen die Leute sehen, um dann spezifische Werbeanzeigen an jeder einzelnen Person. Wie läuft so eine Zusammenarbeit ab mit den Kunden dann im Detail? Also kommen die bei dir vorbei oder? Nee, die Zusammenarbeit mit meinen Kunden, die findet komplett online statt. Das heißt, alles, was wir machen, findet in einem Zoom-Gespräch statt oder telefonisch oder auch per Mail, je nachdem, um was für ein Thema es sich handelt. Aber standardmäßig ist es so, dass es ein Videogespräch gibt, wo ich dem Kunden konkret zeige, wie unser Plan aussieht, wie wir unseren Kunden dabei unterstützen können. Wenn es dann zu einer Zusammenarbeit kommt, dann ja, geht es auch in die nächsten Phasen des Zoom-Gesprächs, sage ich mal, rein, wo der Kunde halt dementsprechend ein Onboarding von uns erhält, wo der Kunde an die Hand genommen wird, geführt wird, was wir gemeinsam einrichten müssen, was halt mit uns gemeinsam passieren muss. Und die restliche Arbeit übernehmen wir das Erstellen der eigenen Karriereseite, wir das Erstellen des Bewerbungsformulares oder auch das Erstellen der Werbeanzeigen. Das ist alles unser Part. Und der Kunde, der kriegt dann halt regelmäßig Feedback von uns oder wir führen auch regelmäßig Feedbackgespräche, dass wir einfach wissen, okay, läuft die Kampagne gerade in die richtige Richtung oder nicht? Und wenn nicht, an was für Stellschrauben sollte man optimieren, dass wir einfach sagen können, okay, vielleicht haben sich viele falsche Kandidaten beworben, dass wir die dann ausselektieren, sodass halt hinterher letzten Endes nur noch gute Bewerber sich bei unseren Kunden melden. Sehr geil.
Jetzt hast du ja, berätst du ja sehr viele, also arbeitest ja mit sehr vielen Steuerberatern. Was sagt dir dein eigener Steuerberater zu deinem Wachstum? Also mein Steuerberater findet es krass und auch gut, was ich mache, wie der Werdegang ist. Und findest du es denn selbst? Ich finde es auch krass. Also so wie ich gestartet bin. Dein Umfeld, ja. Das definitiv, komme ich gleich einmal drauf zu sprechen. Also so wie ich gestartet bin, dass ich irgendwann mal hier sitze mit sechsstelligen Monatsumsätzen, hätte ich im Vorfeld nie gedacht. So, ich hätte gedacht, okay, man macht irgendwann mal vielleicht 10, 15, 20.000 Euro und dann lebt man gut. Mhm. Aber mittlerweile weiß ich, dass auch viel mehr drin ist, viel mehr geht. Und solange die Kundenergebnisse stimmen, stimmt auch vorne der Einsatz. Was meinst du gerade mit deinem Umfeld? Kommen wir später zu. Ja, genau. Man merkt halt relativ schnell, wenn man irgendwo in die Selbstständigkeit geht oder Umsätze erzielt, dass viele aus dem Umfeld sagen, ach, bleib doch besser bei deinem Angestelltenjob, mach mal besser das, was du gelernt hast richtig und das hat doch ja keine Zukunft und dergleichen. Mhm. Also die wird schon von vielen Ecken ausgeredet. Ja, von vielen Ecken wird ja da ausgeredet, dass du es nicht machen sollst, obwohl du weißt, dass es funktioniert. Mhm. Und damit muss man erstmal klarkommen, weil viele Leute, die man auch im Vorfeld kannte, mit denen man vielleicht auch groß geworden ist, die kennst du halt dein Leben lang. Und gerade die Leute, die versuchen es dir dann auszureden und du weißt dann nicht so recht, auf wem höre ich jetzt? Ist da einer deiner guten Freunde? So, hörst du auf den oder hörst du dann auf euch? Mhm. Weil ihr halt meine Mentoren seid. Ist halt anfangs viel, viel zwiegespalten. Aber wie kannst du das dann überwinden? Man hat irgendwann mal ausselektiert, so ein bisschen. Also viele Freunde, die man hatte, mit denen hat man halt weniger zu tun, weil die es einem auch irgendwo nicht gönnen, dass man eine gut laufende Agentur hat. Und mit vielen hat man aber nichtsdestotrotz noch gut zu tun. Dann, weil dann sieht man ja auch, wer eigentlich ein Freund ist und wer nicht. Ne? Die akzeptieren es halt. Das ist ja nichts bei dir als Person, weil du eine gut laufende Firma hast, oder? Genau. Aber einige wollen es nicht verstehen. Ja, kenne ich das Problem, ja. Wenn man Geld verdient, dann ist es eigentlich nicht so, dass man sich selbst ändert. Also natürlich ein bisschen, klar, aber vielmehr verändert sich das Verhalten von anderen Leuten dir gegenüber. Mhm. Ja, und das ist ganz, ganz und wollen dir die Schuld geben, dass du dich veränderst. Zum Beispiel hatte ich mal ein Klassentreffen gehabt, ein Stufentreffen gehabt. Und da hat ein ehemaliger Stufenkamerad von mir gesagt, ey, voll cool, dass du auch gekommen bist. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Und ich so, hey, wieso denn nicht? Und dann meinte er so, ja, du hast doch nicht nötig, dass du dich mir das abgeben musst. Ich denke so, was ist denn los mit dir, Mann? Hä? Wir waren doch alle in derselben Stufe. Warum soll ich nicht auf Stufen treffen? Komm, ist doch vollkommen, das ist, what the fuck? Was hat das, verstehst du, was ich meine? Mhm. Das hat ja gar nichts mit mir zu tun gehabt, sondern nur mit der anderen Person und irgendwie ihre Einstellung da. Das ist ganz seltsam gewesen. Aber konnte ich dann wieder lösen. Mit einem Bier gemeinsam und dann war das schon gut. Das Mindset-Problem. Aber ich verstehe genau, was du meinst. Kennt sicherlich auch, könnt ihr auch gerne kommentieren, der ein oder andere. Wer dieses Video schaut, kennt das vielleicht, ja? Mit Sicherheit. Du bist ja jetzt schon seit Jahren bei uns im Training. Gibt es da so ein paar Momente, wo du sagst, boah, das war ein krasses Learning für mich oder eine Anekdote aus dem Coaching, aus der Zusammenarbeit? Ja, Learnings. Die so als Highlights im Kopf geblieben sind oder als Schockmomente? Ja. Vielleicht auch das Gleiche. Schockmomente gab es ziemlich viele, gerade als ich bei euch gestartet bin. Da, ihr habt mir unheimlich viel gesagt, was ich alles falsch mache. Das heißt, man macht sich so viele Gedanken, man versucht so viele Sachen auszuarbeiten und letzten Endes sagt ihr, nee, funktioniert so nicht, mach das so und so. Und das war halt anfangs ein Problem, sage ich nicht, aber muss man erstmal drauf klarkommen und sagen, okay, ich lege mein Ego ab, ich mache jetzt nur noch das, was ihr sagt, weil das halt letzten Endes zum Erfolg führt. So, man macht halt vieles falsch, man hat oftmals Denkblockaden und das Wichtigste ist halt immer, man hat aktuell auch im Support-Team bei euch wirklich so viel Input, dass man einfach gar nichts mehr falsch machen kann. So und. Wie meinst du das? Bevor ich irgendetwas ändere, ob es auf der Website ist oder in meinem eigenen Prozess, das heißt, wenn ich jetzt mal einen Interessenten irgendwas zeige und die Vorgehensweise, wenn ich da zum Beispiel etwas ändern möchte, weil ich sage, okay, ich schreibe meinen Kunden jetzt einfach mal vermehrt E-Mails, anstatt ihn anzurufen. Mhm. Und wenn ich es einfach umsetzen würde und ändern würde und hinterher keine Ergebnisse mehr bekommen würde, dann wüsste ich halt jetzt nicht direkt, wo der Bruch ist. Ja. Wenn ich aber im Vorfeld frage und sage, hier, passt mal auf, ich habe hier eine Änderung, die ich vornehmen möchte, was haltet ihr davon und ihr mir davon abrät, mache ich es nicht.
Das heißt, du holst einfach Feedback ein, bevor du jetzt irgendwelche Sachen an deinem Geschäft änderst, um noch eine weitere Sicht drauf zu haben von Experten. Ja? Genau, das habe ich damals zu oft gemacht. Da, gerade auch, wo ich dann damals gestartet bin, habe ich trotzdem noch so meinen eigenen Kopf gehabt, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß ja grundsätzlich, wie das Ganze funktioniert. Also hast du dir quasi keinen Rat eingeholt damals am Anfang? Ja? Doch schon, eine Meinung dann eher. Also. Besser gesagt, eine Meinung ist es damals. Du hast quasi Rat eingeholt und ihn dann ignoriert. Ja, mehr oder weniger. Und dann halt auch hinterher geschaut, woran liegt es, dass man jetzt keine Umsätze einfährt. Ja. So, und dann irgendwann mal einfach gesagt, okay, ich mache jetzt einfach nur das, was ihr sagt. Ich berücksichtige meine eigene Meinung gar nicht mehr. Und dann hat es angefangen zu funktionieren. Okay. So, das ist wirklich. Bis du dann auch selbst jetzt gelernt hast, quasi, warum das so ist, ja? Genau. Ja, man muss halt ein bisschen. Geld verdienen ist eine Sache, eine Fähigkeit, die man lernen muss. Und irgendwann hat man es dann. Dann holt man sich einfach jemanden, der das mal beibringt. Dann bringen wir es dir bei. Und irgendwann versteht man dann auch natürlich, warum das funktioniert nach einer Zeit. Genau. Aber man kann es halt nicht wissen, bevor man es mal nicht gemacht hat, ne? Ganz genau. Und das war halt gerade am Anfang ziemlich viel, wo ich dachte, ich kann es halt besser. Aber ihr habt mich halt in die richtige Richtung gelenkt und gesagt, nee, wenn du es so machst, funktioniert es nicht. Sehr geil. Hast du sonst irgendeine Story von der Zeit im Coaching? Keine Ahnung, Abend der Shisha-Bar oder wenn Andreas irgendein Live-Call, wo du sagst, wow. Eine Story ist mir noch ganz gut im Gedächtnis geblieben. Ich weiß gar nicht genau, wann das gewesen ist. Ich glaube, Anfang 2020 um den Dreh, da wart ihr in Dortmund gewesen auf irgendeiner Offensive. Offensive, glaube ich, ist da gewesen. Ja, und Event, ja. Genau, dann war ich auch schon Kunde bei euch. Dann habe ich aber nicht so richtig umgesetzt. Das heißt, ich habe nicht 100% gegeben. Und als ihr in Dortmund wart, wusstet ihr, dass ich und Arthur auch in Menden wohnen. Dann habt ihr uns gerufen, dass wir nach Dortmund kommen sollen, mal eine Shisha rauchen. Sind wir vorbeigekommen und dann hattest du mich mal gefragt, wie es so läuft, wie ich mit meinem Coaching vorankomme bei euch. Und ich gesagt habe, jo, funktioniert irgendwie nicht so ganz. Weiß ich noch ganz genau, da hattest du mir einen deftigen Arschtritt gegeben, dass ich halt nicht 100% gegeben habe und halt immer noch viele Fehler gemacht habe. Mhm. Und nach diesem Gespräch in der Shisha-Bar hast du mir noch einmal die Augen geöffnet, wie wichtig es ist, dass man auf eure Meinung hört, dass das, was ihr sagt, die Räte, die ihr uns mitgibt, dass die halt funktionieren. Dann habe ich einfach gesagt, okay, jetzt gibt es auch noch eine Podcast-Folge über mich, wo du am nächsten Tag drüber gesprochen hast. Ja. Habe ich gesagt, das kann so nicht sein und ich... Welche Folge war das? Nur noch das. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube 68 oder sowas. Ja, weißt du den Titel noch? Nein, okay. Das weiß ich leider nicht mehr. Habe ich versucht zu schauen, aber kam ich nicht drauf. Irgendwie ja. So 68. Müssen wir mal schauen, im Archiv. Genau. Ja. Okay. Und danach hat es dann auch... Genau, du hast mir nochmal wirklich die Augen geöffnet, wie wichtig es ist, dass ich das mache, was ihr mir sagt und dass ich auch wirklich mich reinhänge und 100% gebe und jetzt nicht nur mit 80% oder 70% fahre. Vorher hattest du ja auch schon Ergebnisse, aber jetzt keine... Schlechte Ergebnisse. Also keine weltbewegenden... Genau. Ja. Ich habe ein bisschen Umsätze bekommen, also ein bisschen Umsätze eingefahren, aber bei weitem nicht, dass man gut davon leben konnte. Und das hatte mich auch so ein bisschen gestört. Was heißt für dich gut davon leben? Wie viel ist das dann so? Um aktuell gut davon zu leben, da braucht man halt schon hohe fünfstellige Umsätze. Damals war das wirklich so, ich hatte noch Umsätze im vierstelligen Bereich. Das heißt, ich habe mal im Monat einen Kunden gewonnen, vielleicht zwei, aber dann ja auch gemischte, jetzt nicht in einer Zielgruppe. Und das war halt schwankend. Und klar, wenn man ein bisschen was bekommt, ist halt besser als nichts. Mhm. Aber viel mehr ist halt besser als wenig. Wenn du so ein Grund, also du hast ja im Laufe der Zeit natürlich auch viele Kunden bei uns kennengelernt oder so viele andere Leute im Markt kennengelernt, die keine Kunden bei uns sind und auch deutlich weniger erfolgreich. Was ist so der Unterschied zwischen denen, die wirklich so richtig gute Ergebnisse haben und denen, die keine haben, unternehmerisch? Die richtig gute Ergebnisse haben, das sind alles Leute, die ich kenne, die bei euch Kunden sind. Ohne Witz, klar, es gibt noch ein paar andere, wo man sagt, okay, die kennen euch vielleicht nicht. Aber die gab es vielleicht im Vorfeld dann auch schon mit größeren Unternehmen. Ja, und die anderen, die halt nicht so erfolgreich sind, die wollen sich meistens auch nicht sagen lassen. Ob das jetzt einfach nur ein Tipp ist, den ich denen gebe, oder ob die halt irgendwo ein Coaching beitreten und dann Mentoren haben, die wissen meist, wie es selber besser geht, wollen es halt selbst dementsprechend umsetzen und... Ja, das Problem, was du im Prinzip ja auch am Anfang hast, ne? Was jeder hat. Das muss man erkennen. Ja. Man muss erkennen, dass man vieles falsch machen kann, weil man kriegt es nicht beigebracht. Oder? Du kannst so viele Online-Kurse kaufen, wie du willst. Aber kein Kurs bringt dich so wirklich weiter für 50 Euro, dass du
hinterher dein ganzes Leben davon irgendwie bestreiten kannst. Mhm. So, und deswegen war das auch. Viele Leute, die so einen Rat ignorieren, ja, die scheitern vor allen Dingen daran. Im Prinzip ist es so, wenn du wirklich wüsstest, wie man Millionen macht, dann würdest du die schon machen. Genau. Ja, und wenn du die nicht machst, dann weißt du auch nicht, wie es geht. Genau. Das ist einfach Fakt, ja. Wenn du bist jetzt auf dem Level, du machst über 100.000 Euro Umsatz im Monat. Ja, wenn man das ein Jahr durchzieht, dann hat man ja 1,2 Millionen Euro Jahresumsatz gemacht, wenn man so auf diesem Level unterwegs ist, ne? Minimum. Genau. Und du hast verstanden, wie man Geld verdient. Ja? Du hast verstanden, wie ein Business funktioniert, was man machen muss, um erfolgreich zu werden. 84% aller Unternehmen schaffen nicht mal 1 Million Euro Jahresumsatz zu machen. Und ja, damit bist du in den Top-Unternehmen schon mit dabei. Vor allem im Dienstleistungssektor. Ja? Wir reden jetzt hier auch von allen Unternehmen in Deutschland. Das heißt, 84% schaffen es nicht. Das ist ja der Dienstleister ist nicht derjenige, der ein umsatzaufgeblasenes Unternehmen hat, sondern das ist ja eher so zum Beispiel E-Commerce oder einfach Handel, wo dann halt viel mehr Umsatz und eine viel kleinere Relation zur Marge ist. Die Marge ist ja, sag ich mal, sehr gut in unserem Bereich. Ja? Genau. Du hast ja jetzt auch Mitarbeiter, stimmt's? Ganz genau. Wie viele Mitarbeiter hast du? Mittlerweile 5 angestellte Mitarbeiter. Wir sind jetzt in der Agentur zu 6. Mhm. Und Plan ist für dieses Jahr definitiv, dass wir noch aufstocken. Also 1 oder 2 weitere Mitarbeiter auf jeden Fall. Wie fühlt sich das so an, jetzt zum ersten Mal auch Mitarbeiter zu haben im Team? Sehr gut. Man muss nicht mehr alles selber machen. Das höre ich halt öfter, wenn jemand die ersten Mitarbeiter hat, ja. Genau. Auch sehr, sehr viel wert, ne? Definitiv. Hättest du gedacht, dass du mal Mitarbeiter hast irgendwann, als du damals unser Coaching gebucht hast, 2019? Nein, hätte ich nicht. Ich habe es immer gewollt, dass ich irgendwann mal eine gut laufende Agentur habe mit Mitarbeitern, aber ich hätte nie gedacht, dass es dann auch dementsprechend so schnell geht, dass man dann auch den ersten einstellt, den zweiten, den dritten, den vierten. Es kommt ja dann wirklich schnell, Step by Step alles. Sehr geil. Ja. Sehr, sehr geil, David. Wenn ich jetzt eine Steuerkanzlei bin und ich suche Mitarbeiter und brauche da Hilfe, wie kann ich dich kontaktieren, wie kann ich dich finden? Ja, wenn Sie eine Steuerkanzlei haben und auch auf der Suche nach Mitarbeitern sind, wie fast jede andere Steuerkanzlei, dann können Sie gerne auf unsere Website gehen, www.pelkaplus.de. Buchen Sie ein kostenfreies Erstgespräch. Da zeigen wir Ihnen auf, wie das Ganze auch für Sie aussehen könnte, wie wir Sie dabei unterstützen können. Und ja, dann würde ich mich auf eine Zusammenarbeit freuen. Sehr geil. Und wenn du jemand bist, der eine Fähigkeit hat, ja, zum Beispiel Online-Marketing, wie das auch der David hat, der sich ja schon seit Jahren damit beschäftigt und daraus ein Geschäft machen möchte, eine Agentur aufbauen will oder einfach als Dienstleister erfolgreicher sein möchte, höhere Preise abrufen möchte, bessere Kunden haben will, ja, vielleicht auch weniger arbeiten möchte und dann einfach mehr Zeit zu haben für die Familie oder für Freunde, dann geht's auf www.andreasbaulig.de. Wir zeigen dir, welche Fehler du gerade machst in deinem Geschäft, was du einfach vermeiden musst an Fehlern, um mehr Umsatz zu machen, mehr Geld zu verdienen, erfolgreichere Kunden auch anzuziehen, die mit dir arbeiten, weil das ist das Einzige, was Sinn macht als Agentur. Wir haben auch ein Buch, www.agenturbuch.de, wo es um Preisstrategien für Agenturen geht. Auch sicherlich interessant, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst. Hast du das Buch gelesen, Preisstrategien für Agenturen? Habe ich direkt beim Release gekauft. Beim Release gekauft, ist auch sehr geil. Ja. Inhaltsmäßig, da sind noch einige Tabellen drin, wo erklärt wird, wie man sowas aufbauen kann, welche Preise man in welchem Markt zum Beispiel nehmen kann. Also einfach abchecken auf www.andreasbaulig.de oder wenn du zum Beispiel Coach, Berater, Trainer, Dienstleister bist, kannst du dich auch gerne bei uns melden. Wir können dir dann auch weiterhelfen, auch egal, auf welchem Level du stehst, ob am Anfang, ob du schon 100.000 Euro Umsatz im Monat machst und mehrfach 6-stellige Monatsumsätze machen willst. Wir können dir weiterhelfen oder wenn du eine große Firma hast mit Mitarbeitern und schon mehrfach 6-stellige Monatsumsätze machst, ja, dann haben wir unser Geschäftsführertraining. Ihr merkt, wir haben für jeden was. Einfach mal melden, einfach eintragen, ganz unverbindlich. Wir schauen uns dann einfach an, ob es sinnvoll ist, eine Zusammenarbeit oder eben nicht. Oder ihr macht einfach nur das Gespräch und holt euch unseren Rat ein, wie ihr weitermachen könnt. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr den Plan mit uns gemeinsam umsetzt oder eben alleine. Wie es auch der David gemacht hat. Ihr seht, wo er heute steht mit seinem Business. Und ja, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ich freue mich auch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Markus und euer David. Ciao. Ciao.